Boah, die letzte Welt hat es aber echt ein bisschen in sich. Also die ist schwer. Ich freue mich eigentlich, dass Tommy schon wieder in dem Level ist. Kriegt erstmal gute Laune. Ah, Tommy will ihn gar nicht erst mit der Bazooka-Kind, sondern ihn jetzt schon so kriegen. Alter, Tommy, was machst du da eigentlich gerade schon wieder? Spannung aufbauen. Ja, ey. Boah, ich stelle nicht zu kennen, läuft da vorbei, Alter. Ich dachte, ich will nicht richtig. Oh! So. Außer man nutzt alle Klippenwähler aus, die es gibt. Wie viele Millimeter er schon wieder vom Abgrund steht. Ups, oh, das war knapp. Ja, mein erstes Checkpoint, Alter, ohne Leben zu verlieren. Der beste Spieler der Welt ist Tommy. Also abschätzen, wie weit er vom Abgrund ist, ist ja echt ein King. Das macht ihn echt keiner nach. Alter, Peter, ey. Sei aber nicht so krass, Bitch. Das ist gut, ey. Ja, ja, bin mir nichts getroffen. Denk dran, du Arum, hast du TNT. Okay. Wenn, bevor du halt den Schlagangriff wieder machst, der so deine Spezialität ist. Oh, ey, was ist die? Denk dran, das Bonuslevel jetzt ist nicht so ein Bonus, wie es ja, aussieht. Ja. Ups. Das ist egal, solange er durchkommt, ist alles gut. Da ist alles gut. Da ich nur stehen. Ich hab extra nochmal X gedrückt, weißt du? Ja, aber ein bisschen spät, bis dir aufgefallen ist, oh, ich muss doch nochmal X drücken. Ja, wer hat auch hier jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass ich da durchkomme ohne. Also ich fand es eigentlich bisher so souverän, dass ich sage, hey, das hast du. Jetzt wirst du bestimmt an den Teppichen scheitern. Aber Hauptsache er läuft noch bis an den Rand an nächsten, ey. Vor allen Dingen, er ist knapp aufgekommen und läuft auch knapp bis zum Teppich ran. Nimm ich sitze auf der Haut. Oh mein Gott, das kriegt er alles überstellt. Los geht's. Aber jetzt müssen wir ruhig sein, Tommy muss sich konzentrieren. Hauptsache er nimmt den Statt runter zu springen, springt er lieber hoch. Ihr wollt spannend machen! Oh, ist das gut. So ein bisschen. Achtung, erst. Genau. Nee, ich bin zu nah. Und du weißt, welche Stelle hier noch dann. Ja, der komische Feuer und der Hexen. Der komische Feuer-Hexenmann, ey. Der Hexendoktor. Nein. Ja, ich hab's gesehen. Ben hascht dich. Er zwängt sich durch die kleinste Lücke. Ja, der ist gut. Du kommst ja immer noch. Ah! Oh. Jetzt so. Nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt so. Tommy, Mann. Tommy, da wollt ihr mal Spiel zugucken, dann kriegt man richtig einen Herzinfarkt, Alter. Oh nein, schon wieder für die Teppiche, da kriegt gleich einen Herzinfarkt. Ja, schieß den bitte von hier aus, Alter. Der springt ja doch gleich hinterher, aber ich dachte schon, Tommy hat jetzt vor, da hinterher zu springen. Aber der war nicht an der Punktlandung, ey. Hat auch nicht genug Zeit, das auszubalancieren. Naja, ist wenigstens vorsichtig. Aber das Level war diesmal gar nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich, vielleicht brauchst du dafür eine gewisse Anzahl von Leben, die du verbraten kannst. Stimmt, das kann sein. Und? Oh, ich kann Tommy noch drüber lachen. Im Gegensatz zu mir, so, weißt du, ich in meinem Level konnte ich nicht mehr lachen. Das ist ein Treffer, was hätte der Wüste Physik nicht sein können. Jetzt sind wir. Ah, ein Glück gehabt, dass das Kind nicht spielt, sonst wäre ich völlig frustriert gewesen. sonst wärst du so wie ich und wie ich. Total abgefreakt. Ja, das war doch gerade gut gemeistert, Mann. Da guck mal. Einmal kurz gelobt und schon. Ja, das darf man nicht. Das ist schon ein tolles Spiel.
Ja, eigentlich schon. Na gut. Oder nicht? Warum hältst du dich erstmal rüber und damit sie nicht sein? Jetzt spring auf. Nee, nee. Alter. Du musst du, wenn du schon auf die Zukunft springst, du. Ja. Ja, doch. Okay, das kann man lieber die Bazooka. Nimm lieber die Bazooka. Was machst du? Schlag dir erst den Checkpoint. Nein. Der Gegner ist danach immer noch da. Der ist in der. Egal welche Reihenfolge du da machst. Jetzt kommt doppelt der Erinnerung. Denk dran, du musst X gedrückt halten, um höher zu springen. Ich muss X gedrückt halten? Aber du, der Gegner, boah, Alter. Boah, Alter. Der war nicht mehr da. Alter. Hast du immer Glück gehabt? Ist das schwer. Aber da hinten müsste es hier sein. Da ist ein Bonuslevel. Ein richtiges. Ja, das ist ein richtiges Bonus. Da kannst du erstmal rein. Da kannst du jetzt rein, da kannst du auch verkacken wie Hilf, Tommy. So wie Icke. Nur mit Licht. Mit Licht. Alle den Drahtseil Aquatic machen. Aber auf das kann kannst du auch von hier unten abschießen. Das ist sinnvoller. Ich sag's noch. Ich sag es noch. Das hält er gleich über das Bonuslevel hinüber. Es ist nicht auf den Kopf. Hauptsache Millimeterarbeit auf dem Teppich. Das kannst du auch von hier unten abschießen. Wäre sinnvoller. Tommy denkt sich, jump, jump, Alter. No jump, no risk, no fun, ey. Na, Tommy macht das eigentlich mit Absicht. Eigentlich ist er High-End-Pro hier in dem Game. Nee. ISL-Erster. ISL-Erster. Boah! Alter. Boah, ich hab das Gefühl. Guck mal. Dieses Spiel ist eigentlich so gesehen nicht mal aufregend, ja? Vor allem, ich glaub, Tommy ist nicht dran, jetzt erstreckt sich wirklich so bis zum Charakter. Mehr geht nicht. Nee, der vielleicht noch 2 Meter weiter. Ja, dann hättest du ja gerade gesehen. Nee, das sind mehr als 2 Meter. Er meint 2 Meter vom Charakter aus. Du fliegst ja auch eigentlich schon einmal am Bonuslevel komplett vorbei. Ja, schieß gleich, ja. Na, und kannst eigentlich nicht runterfallen. Sagt das nicht. Stimmt, Tommy, ich krieg die Mechanik noch geblockt. Mach das nicht kaputt da unten, bitte. Schieß am besten einfach alles von hier schon ab. Außer die unteren. Okay. Achso, erstmal rübergehen und dann von genau, da drüben alles genau abschießen. Ja, sehr gut. Aber oh, hier erwischt ich dann eher. Doch. Geh mal noch einen Millimeter ran. Und jetzt versuchen wir nochmal zu schießen. Und jetzt wird dann so. Und jetzt kannst du gleich. Ah, spring nicht! Ach so. Alter, wohin guckst du? Nicht dahin, wo ich hingucken sollte. Ich glaube, du guckst wirklich nur auf deinen Charakter, kann sein. Ja. Da ist nichts mehr. Aber du zockst doch so keine Ego-Shooter ein, du guckst doch nicht nur auf deine Waffe. Doch. Denkst du, warum ich so gut bin? 7 Level. Schießen. Ja. Alles abschießen, du hast dich umsonst. 7, 8 Leben meinte ich. Ja, das stimmt allerdings. Tommy hat gerade ganz gut gesammelt. Kriegst einen Schulterklopfer. Nachdem er. Das keine 2 Meter über seinen Kopf kicken kann. Vorsicht! Tommy, ja, ich hab's gesehen. Erstmal abschießen. Guck mal, da hinten ist das Ende des Levels. Ich sehe schon. Aber weißt du, was es auch heißt? Es gibt kein Checkpoint mehr. Das ist kacke. Der schadet eh am. Ach nee, ich geh mal ein Stück weiter vor. Alter! Oh, kann man noch machen. Ich wusste! Wir wollen es doch spannend machen. Wow! Wow! Ja, du hast aber gerade schön Leben gesammelt, Mann. Wieso? Die habe ich doch jetzt immer noch, oder? Ja, ein weniger. Naja. No risk, no fun. Könnte ich jetzt hier oder schon nochmal das Level machen, nein, oder? Nein, nee. Wäre auch ein bisschen dumm. Okay,
sind doch einfach oben ab. Und dann am besten auch gleich alle Kisten. Da oben drüber schwebt übrigens noch eine. Ja. Hat die eine geile Perspektive oder wie? Ja, kann man nicht treffen. Das ist bescheuert, wie. Aber geh mal ein Stück zurück. Ja, dann wechselt dich halt. Ja, aber schieß die da oben. Die da oben, über dir. Du meinst die? Ja. Ja, da kannst du schon schießen. Nicht die da hinten. Die? Ja, die kannst du auch abschießen und jetzt gleich, aber. Geh einfach straight nach oben mit dem Zeiger. Wirklich straight nach oben. Und ja, da ist rot. Achso. Das war eine Kiste. Oh, die hast du vor allen Dingen nämlich abgeschossen. Wir haben gleich die Tortur hinter uns. Bitte spring nicht daneben. Und Tobi hat sogar den Kristall gebaut. Ja, der andere wäre ein anderer. Dein erstes Level. Ah, Mann! Gleich so ein schweres. Bitte. Oh nee, und ich darf schon wieder den Endboss machen, wenn Armin das Level jetzt schafft, ey. Speicher bitte. Ja, Speicher ab. Ey. Das hast du nur mit Absicht gemacht. Ja, hab ich auch. Das wäre jetzt nicht weg gewesen. So, jetzt darf Armin seinen Spaß haben. Was hast du dieses Level? Welches Level war das? Hauptsache er kann sich halt. Also, wenn Tommy mal erzählt, ich kann mich erinnern, dass dies und das war, glaube ich, ihm einfach aus Prinzip jetzt nicht mehr. Also ich habe dies und das gesagt, also und du hast dies und das gesagt. Nein. Das war mit dem Licht, war das? Ja, Tommys Merkfähigkeit ist irgendwie gleich null heute. Aber wirklich, wenn Tommy mir irgendwie erzählt, er hat dies und das gemacht, glaube ich. Aber komm, ist ja auch kann mich ein paar Sachen gut erinnern. Ist ja auch 1. Mai, arbeitsfreier Tag, ja, aufgehört. Kennen die denn überhaupt killen, diese komischen Schlangen? Ja, wenn du zum Beispiel nichts, was nicht machst. Gegen löst. Wenn du was nicht machst, nicht machst? Acht Leben. Krasser Shit. So fährt man schon lange nicht mehr. Na, was sind das nochmal? Leben, achso. So, Armin, jetzt geht's los. Ja, und der scheiß Bonus, du musst ja auch nochmal machen. Hm. Ja, aber da verliert er wenigstens keine Leben. So kommen wir es natürlich auch machen. Straight. Voll ins Gesicht getreten. Armin ist schlauer als ich. Das ist Gamer-Instinkt, Timmy. Das ist einfach alles so schon konditioniert. Nicht einfach für den Rest des Spiels aufhaben. Oh, der war ein schön knapp. Der Cheater. Boah, das war richtig knapp. Das war ja schon halb in der Fallanimation. Und jetzt kommt das Bonuslevel. Aber wenn du da jetzt drin stupst, dann. Ist dein Uga-Uga weg? Ich glaube trotzdem, ja. Ja, ist auch. Aber soweit ist es eigentlich nicht mehr bis zum Ende ab da. Das haben wir schon mal zu gesehen. Und doch. Das nennt man Cheaten. War nicht hier oben oder irgendwo Leitschuss? Ich glaube, die sind danach erst. Nee, ich glaube, ja, manchmal war noch nicht welche. Ja, ich höre welche. Ah, nee, die kamen dann danach, glaube ich. Irgendwo oben. Jetzt. Da. Bist du scheiße? Bist du das wahnsinnig?
muss allerdings oben auch noch die Nightfrost kalt machen. Die kommen auch jetzt, ne? Ne, genau. Boah, so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben. Es geht. Armin schon, Alter, wir haben 12 Leben. Und noch 2 Ubers. Der hat mir gerade die Düse. Berechtigterweise. Jetzt kommt das. Das. Heuer! Aber Affen gab's ja doch nicht. Voll der Sniper. Ja, das habe ich gesehen. Aber da kam wirklich nochmal ein Abgrund. Ja. Habe ich da gesagt. So, jetzt speichern wir ab und dann gehen wir erstmal phrasen oder was? Ja. Bevor wir den Lutscher da machen. Den obersten. Vor allem das Level auf Zeit. Das geht, weil du halt rennst. Deswegen hast du viel mehr Zeit mit diesen Würmern. Ja, okay, schon. Abspeichern. Und wir haben immer noch eine Maske. Nee, die hast du jetzt gleich im Boss nicht mehr. Oh, aber wäre auch ein bisschen heftig gewesen. Nee, die hast du sonst wirklich bei jedem Bosskampf dann. Okay. Nämlich bei dem. Ist ja scheiße. Auch storytechnischen Grund. Was? Achso, also, ich wollte mich überraschen lassen. Ich will die mich aber bekommen. So, na dann. Achso, stimmt. Wenn man 5 Stück von den anderen hat, dann kann man da rein. Dann kommt hier eine Plattform hoch und dann kann man die anderen Level machen. Ach so. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal die. Die 5 Level sind nochmal eigene neue Level. Ja, ja, das weiß ich ja. Ach, jetzt weiß ich, wie ich auf die Idee komme, dass man bei dem anderen Level wieder zurücklaufen muss. Weil es irgendwo eine Verbindung gibt zwischen einem von den unteren Level und dem Level, wo ich meine, man muss wieder zurück, um die eine Kiste zu kriegen. Oh Gott, kein Plan. Okay, okay. Aber wir müssen jetzt erstmal Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Haut raus.